Ja, hallo hier bei Westwetter zu einem kurzen Update. In diesem Video schauen wir mal auf das Wetter in der kommenden Woche, was denn da so ja in Sachen Sommer im Busch ist, also was die verschiedenen Modelle sagen. Fangen wir an mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale nach dem GFS-Modell. Und da sehen wir, dass wir meist überdurchschnittliche Werte haben. Es sind mehr Ausreißer nach oben dabei als nach unten. Und sehr, sehr wenige Niederschlagssignale sind auch hier zu finden. Und hier sieht man auch den dicken Grünling. Er stürzt jetzt ab in der kommenden Woche. Da hadern die Läufe noch ein bisschen mit dem Sommereinbruch. Und danach will er wieder nach oben gehen. Schauen wir uns das EZMWF-Modell an. Das ist ein bisschen deutlicher, was die Abweichungen anzeigen. So haben wir dann Temperaturen in 1500 Metern Höhe meist von um die 10 Grad. Das sind 5 Grad mehr als durchschnittlich. Und dazu haben wir noch recht wenig Niederschlagssignale. Aber wenn Niederschlagssignale vorhanden sind, dann sind sie meistens sehr, sehr ausgeprägt. Schauen wir uns mal auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe für den kommenden Mittwoch nach dem GFS-Modell. Da hätten wir dann überall in Deutschland meist Temperaturen, außer in der Nordwesthälfte. Dort würde schon die Kaltfront kommen. Temperaturen von 24 bis 27, örtlich auch 28 Grad. Wie gesagt, nur im Nordwesten ist es kühler. Dort hätten wir Temperaturen von 14 bis 22 Grad. Wenn wir uns dann den Donnerstag anschauen, und da sehen wir, dass wir im großen Westen und Nordwesten und Norden schon deutlich niedrigere Temperaturen haben werden. Dort haben wir Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad, teilweise auch nur 13, 14 Grad in den Mittelgebirgen. Und wenn wir dann Richtung Süden und Südosten schauen, dort hätten wir den Temperaturen nochmal bis zu 27 Grad. Auch im Südwesten wäre dies der Fall. Schauen wir uns das EZMWF-Modell an, und das sieht dann am Mittwoch, also am kommenden Mittwoch, Temperaturen entlang des Rheins von 27, 28 Grad. Dort wäre es im Nordosten noch ein bisschen kühler mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Sonst hätten wir verbreitet Werte zwischen 22 und 24 Grad. Schauen wir uns den Donnerstag an. Das ist ein komplettes Gegenspiel und ein Gegenteil. Und da hätten wir in ganz Deutschland Temperaturen zwischen 26 und 30, örtlich auch 31 Grad. Dort würde es keine Kaltfront geben, die dann von Nordwesten reinkommen würde, wie es das GFS-Modell sehen würde. Hier würde es einfach auch sehr, sehr warm bleiben. Das würde dann sich dann auch in den Folgetagen fortsetzen. Zum Schluss noch den Trend vom GFS und dem EZMWF-Modell für die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Hier, das rote ist das EZMWF-Modell am Tag. Da hätten wir meist Werte jetzt erstmal am Wochenende zwischen 18 und 21 Grad. Dann geht's hoch kommende Woche Mittwoch, Donnerstag auf 26 bis 30 Grad. In der Nacht wären wir dann meist bei Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad. Das GFS-Modell sieht es wiederum ein bisschen anders. Dort wären die Höchsttemperaturen jetzt am Wochenende zwischen 20 und 21 Grad. Und in der kommenden Woche würde es kurz am Mittwoch auf 26 Grad raufgehen. Und danach gibt es einen schnellen Absturz mit Temperaturen danach nur noch zwischen 17 und 21 Grad. Und die Nächte würden zwischen 7 und 16 Grad pendeln. Das war's von mir aus. Wir sehen uns morgen früh wieder. Wenn ich es schaffen sollte, komme ich vor die Kamera, sonst hinter der Kamera. Sonst sage ich, wir sehen uns. Macht's gut. Bis morgen Mittag und ciao.